547 Tage waren sie in Geiselhaft in Afghanistan. Nun sind die französischen Fernsehreporter Hervé Guéquière und Stéphane Taponnier in ihre Heimat zurückgekehrt. Erleichtert und sehr froh wirken sie bei ihrer Ankunft am Flugplatz Villa Coublay in der Nähe von Paris. Endlich können sie ihre Liebsten und ihre Kollegen in die Arme nehmen. Auch Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla begrüßen die Ex-Geiseln. Mir geht es sehr gut, wirklich gut. Wir haben es durchgestanden. Wir wussten, dass es gut ausgehen würde. Wir wussten nicht, wie lange es dauern würde. Also, uns geht es sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, er wollte nicht mehr zurück. Das Essen war zu gut. La cuisine était trop bonne. Am 30. Dezember 2009 werden die beiden Reporter des öffentlich-rechtlichen Senders France 3 bei Recherchen in der Region Kapisa verschleppt, mit ihnen drei afghanische Begleiter. Nach 3 Monaten werden sie von den Kidnappern getrennt. Wir wurden nicht misshandelt, nicht geschlagen, nicht gefesselt. Aber die Lebensbedingungen, 23 Stunden und 45 Minuten am Tag gefangen, nur 2-mal austreten, einmal morgens, einmal abends. In der Heimat solidarisieren sich die Kollegen und Angehörigen. Sie fordern die Regierung in Paris auf, alles für die Freilassung der beiden Journalisten zu tun. Wir hatten ein Radio. Hervé empfing die BBC und ich ab und zu den französischen Sender RFI. Also wusste ich mehr oder weniger Bescheid über die Kampagne für uns. Ich hörte die Solidaritätsbotschaften. Das war sehr wichtig für uns, denn man lebt in einer Blase. Und dieses Radio, diese Nachrichten, das hat uns sehr gut getan. Die beiden Freigelassenen wirken guten Mutes. Die lange Geiselhaft konnte sie nicht brechen. Im Gegenteil. Das ist der Beruf, von dem ich immer geträumt habe. Ich sage nicht, dass ich morgen oder übermorgen nach Afghanistan zurückkehre. Jetzt, Beatrice, hör mal weg. Aber ich will diesen Beruf ausüben, mehr denn je.